Hallo alle zusammen. Heute gibt es ja wie angekündigt ein Birthday Outfit of the Day sozusagen. Ja, Birthday Outfit, also mein Geburtstagsoutfit. Und ja, ich habe heute Geburtstag und bin wieder mal ein Jahr älter geworden und zwar 24. Oh mein Gott, ich habe fast die Hälfte von 50 erreicht. Das gibt's nicht. Klar, wer so pessimistisch denkt wie ich, macht's nur noch schlimmer, aber naja. Dann fange ich einfach mal an und zeige euch, was ich so anhabe. Ich fange jetzt einfach mal von oben an. Man sieht es leider nicht so gut. Hier habe ich mein Haarband an von Claire's ist das. So ein geflochtenes Haarband. Das habe ich euch ja in meinem Haul gezeigt. Und ja, tut mir wirklich sehr leid, dass mein Haul so lange ging, über 48 Minuten. Und ich habe den Haul jetzt für euch nochmal in zwei Teile geteilt. Und ja, klar, der ist jetzt auch jeweils 25 Minuten. Und müsst ihr einfach mal schauen. Ja, ich dachte mir, da ihr sowieso auf so eine Holz steht, ja, weiß ich nicht. Je länger, desto besser, dachte ich mir. Also, da sind viele schöne Sachen dabei und vielleicht sind da auch Sachen dabei, die euch einfach mal gefallen und es lohnt sich wirklich reinzuschauen und auch bis zum Ende zu schauen und ja, egal. So, dann habe ich Ohrringe, habe ich nicht an. Ich habe euch ja gesagt, ich trage nicht so gerne Ohrringe, also außer jetzt diese Federohrringe, aber die passen jetzt, glaube ich, nicht so zu meinem Outfit. Dann meine Kette. Wie gesagt, kennt ihr, die trage ich immer von Bijou Brigitte. So sieht die aus. mein Ring von auch Bijou Brigitte, genau. Dann mein Blazer, den ich in meinem Haul gezeigt habe, von H&M. Mein Oberteil auch von H&M. Darunter trage ich noch so ein normales Top. Das, weil ansonsten wäre mir das zu tief ausgeschnitten ein bisschen. Das ist auch von H&M. Dann eine Short. Die ist auch von H&M. Die Leggings war auch von H&M. Mein Gott, ich merke, mein komplettes Outfit ist von H&M, außer der Schmuck. Ach ja, mein Armband. Die das auch noch nicht kennen. Von Swarovski. Und die Schuhe, die ich trage. Oh, wow. Sind diese hier? Die trage ich dazu. Und ja. Auf den Lidern trage ich jetzt einen Lidschatten, den ich euch in meinem Haul gezeigt habe. Und zwar den von Kiko. Die Nummer 101. Ich weiß nicht, man das so richtig gut sieht. Aber ich glaube nicht. Also hier habe ich einmal das Braune benutzt, hier außen. Und innen dann diese Farbe. Das ist so Gold, aber leider sieht man es bei meiner Kamera nicht so gut. Aber wie gesagt, bald kaufe ich mir eine neue. Auf den Nägeln trage ich einen Nagellack von Kiko. Und ich finde diesen Nagellack so schön. Er passt total gut. Ja, so zu meinem Blazer, finde ich. Und es ist ja schon so wie so ein Nude-Ton. Also, ich finde den total schick. Also, so ein altrosa Nude, finde ich. So sieht der aus. Und das ist die Farbe 217. Total schick ist das. So, wieder rauszoomen. Dann, ja, das war jetzt mein Geburtstagsoutfit für heute. Ich hoffe, es hat einigen von euch da draußen gefallen. Klar, das ist immer Geschmackssache und das ist auch das erste Mal, dass ich so ein Outfit trage, also so mit einer Shorts und dann das Oberteil da reinzustecken und so. Also ja, ist für mich auch so gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie gefällt es mir total. Und deswegen, ja, ich wollte heute ein bisschen schick aussehen. Und wen es von euch interessiert, was ich heute so mache an meinem Geburtstag. Also, da ich wirklich sehr gerne mit der Familie von meinem Freund zusammen bin, die sind wirklich wie meine Familie, vor allem sein Vater und seine Mutter und die Schwester und so, wirklich
meine Familie und vor allem auch die Tanten und Onkel, die sind alle die Cousinen und die sind wirklich so eine riesengroße Familie und die sind wirklich super, super lieb. Und dann hatte ich überlegt, naja, machen wir so Kaffee und Kuchen und vielleicht so ein bisschen Spiele am Tag von wegen Tabu und keine Ahnung, finde ich eigentlich, mit denen macht es total viel Spaß und jetzt denke ich bestimmt, oh, voll kindisch oder so, aber ich bin jetzt einfach nicht so der Typ, der jetzt noch unbedingt immer in den Club gehen muss oder so. Das habe ich alles hinter mir einfach und hatte schon in meiner Jugend genug Disco-Party und also ich habe nichts gegen Party und so. Ich gehe immer noch gerne in einen Club oder was auch immer, aber es ist heute Dienstag. Jeder muss morgen auch noch früh aufstehen und da kommt so ein Spieletag, Kuchen, Kaffee trinken, quatschen und so doch ganz gelegen. Und ja, und falls ihr es euch jetzt wundert, dass ich gesagt habe, ich feiere nur mit der Familie von meinem Freund und nicht mit meiner Familie, also mit meiner richtigen Familie. Das liegt daran, dass meine Familie weiter weg wohnt, beziehungsweise nicht hier in Berlin wohnt. Und ja, da es ja unter der Woche ist, ist es dann schwierig, dass ich dann da dorthin gefahren wäre oder die zu mir gefahren wären. Das sind wirklich circa 6 Stunden von hier, die von mir entfernt wohnen. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne mit denen gefeiert, aber ja, das klappt halt nicht immer so, wenn man so weit voneinander weg wohnt. Naja, dann danke ich schon mal allen, die mir auf Facebook gratuliert haben. Ihr seid wirklich super, super süß. Danke dafür. Und ja, dann hoffe ich, schaut ihr euch noch mein Haul an und dass euch dieses Video auch gefallen hat. Ja, das war's, glaube ich, alles. Und ja. Mehr gibt es hier an dieser Stelle, glaube ich, nicht zu sagen. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, und bis zum nächsten Video. Ciao!